So, guten Morgen, willkommen zurück zu Die Reise ins All. Wir gehen heiter weiter, wo immer wir aufgehört haben. Ah ja, richtig, wir haben den unschaffbaren Kampf geschafft und mussten nochmal, weil ich im Auge fremder. Ja, ein Mächtiger, seltenen hier verschätzt da geboren. Sehen Sie nur, Leutnant, sehen Sie nur. Ja, nimm, paar Vasen schon auf links sein! Vielleicht ist ja Schnaps drin, ein paar Vasen. Ja, Arabisch. Oh Gott. Musrung versinnbildlicht sich ein ganz Stück. Ein ganz Stück orientalische Kunst. Alles geklärt! Ja, deswegen doch nicht die Töpferei, Jubel, ausbrechen! Brrr, mir ist kalt, ich geh mal nicht ganz her. Ich schau dazu jedes Mal, ich muss die Musik leiser machen. Wenn sie versuchen, mich zu kulturellen Belangen zu äußern. Soll ich muss die Musik mal hier runterdrehen? Die ist gerade zu laut! Ja, Grünzeug. Ach, fehl. Nutzloser Schalter! Der macht ja gar nichts! Wo muss ich denn hin? Der behält mich auch im Auge? Ich will keinen Schritt tun, ohne von mir nicht gesehen zu werden, Fremde. Na, siehst du mich immer noch? Siehst du mich immer noch? Ha! Geh für Besucher nicht hinunter. Ja, pass nämlich auf! Ich kann seinen Namen nicht lesen. Ich kann nur A lesen an zwei Striche. Es könnten L sein. Oder I's. Oder M. Menmet. Oder soll das Menmet heißen? Ich sollte vielleicht meinen Framecounter woanders hin verlegen, irgendwann machen. Was soll ich woanders um? Wenn wir weniger Überzeugungsarbeit leisteten. Weil ich schön wurde, reicht es bei mir nichts, Händler, die Diener. Worten allein vielleicht nicht, aber ich sehe es mit dem Funkeln etlicher Taler aus. Ha! Also verkäuflich was? Wir sind anders als die dreckigen Bazarköder auf der Straße. Sag's ihm, Mehmet. Wie viel? Amel, was über den Stolz des unbeugsamen Kriegers gepredigt? Aufrecht, das wollte ich gerade was anderes sagen. Unbestechlich, gewissenhaft, innerlich, klingt fast wie ich. Nur die Theorie, Ali, hier steht die Praxis. Der heißt es für jeden, der mir meine nach wie vor hochgehaltenen Ideale abkaufen will, dass er freistimmen muss. Jetzt! Keine Ahnung! Jürgen, über unanständig viel davon! Was ist? Liebe Zeit, Leutnant, Handel überlasse ich doch lieber mir. Boah, blinkende Münzen, viele davon kann ich vor dem Visier ohnehin nicht verstecken. Nein, nein, wenn ihr wirklich passieren wollt, ist schon eine Kostbarkeit verschaffen, die sich leicht und geschwind vor gierigen vorgesetzten Augen verbergen lässt. Wie wär's mit diesem wunderschön vergifteten Regenschirm? Woran denken Sie da? Die Rubine Sekretär Eunuchen. Der arme Kerl. Die dicke Schlinge hat es tatsächlich geschafft, das Kleinod vor dem Visier zu verbergen. Wendet es ihm. Finiert, mein Herr. Schule dürfte nicht aber über den Verlust klagen. Ihr wisst ja, was dazu ist. Wegen den Rubinen. Ach, und wenn ihr euch erwischen lasst, habe ich natürlich nie gesehen. Natürlich. Kennt man ja, ne? Herzlichen Glückwunsch, wir haben so das größte Staubfusselager des Orients entdeckt. Juhu, kriegen wir dafür was? Das war ein sorgfältig gearbeiteter Deckel. Hauptung, da mich niemand überhebt und mich selbst davon zu überzeugen, mag das bloße Thesen. Schön. Ich finde Riechwasser. Verdammt, jetzt muss ich alle Vasen durchschauen. Brachte er gewinnt durch diese Vasen ungemein. Das ist bloß, um einen völlig leeren Raum nicht total leer aussehen zu lassen. Hier stehen die Prachtstücke der umayyadischen Zeit versammelt. Angleich! Ganz außergewöhnliche Exemplare aus der Periode der Abbasiden. Ja, ist langweilig. Ganz außergewöhnlich aus der Periode. Okay, das kennen wir schon. Was sagt er da? Höhepunkte osmanischer Schaffensherrlichkeit bestaunen. Ja, können sie leider nicht mitnehmen und verkaufen. Schade. Oh, ein Koch. Betrieb ungewöhnlich. Ich kann alle so tanzen, Kesseln verströmen. Kein mir unbekannten Geruch. Mhm. Mensch, der Entwickler hat immer die Hälfte der Buchstaben vergessen, die da hingehören. Das muss ich mir wieder ausdenken. Wird was sagen, das liegt überhaupt nicht. Das war ein Rätselei wieder wohl zubereitet. Gott, aber nur Wasser, Herr Professor. Raum, fürchte mal Neugier, dass euch die Eindrücke der letzten Zeit einfach zu überreiten. Etwas über. Oh, typischer Geruch von Allium Sativum. Soweit! Knoblauch, mein lieber Leutnant. Ganz ordinärer Knoblauch. Warum kann ich die Wand nicht ansprechen? Ach, diese Detailarme. Was auch immer. Hier steht, unter Umständen auch liegt ein schlichter, lapidarer, einfacher, ordinärer, unprätentiöser, unscheinbarer, auffallend, unauffälliger, simpler Stapel aus Küchenhülse. Wie bitte? Hier steht, unter Umständen auch liegt ein schlicht. Aus! Dieser Schuldstapel ist so unverdächtig, das ist verdächtig.
Das sollten wir drauf aufpassen. Das ist bestimmt eine Geheimtür. Oder geheime Falltür, eher gesagt. Er liegt da ja. Schank quillt vor Zutatlos über. Ohne wirklich zu wissen, was man braucht, bekommt man von der schieren Menge einfach nur Kopfschmerzen. Da greift jetzt alle Rollenspielprinzip. Wir nehmen einfach alles mit. Ist das jetzt überall? Auch bei dem? Ich kann nicht mal was klauen. Für meine Reise rekrutieren. Zwei mächtige Käseleibe reifen der Wärme der Küche und ultimative Aroma-Entfaltung entgegen. Unüberriechbar. Ach, wie niedlich, ein kleiner Käse. Puh, zu nah ran davon, ein kleines Ding aber nicht. Hey, hast nichts, um die Schüssel füllen zu können. Oh. Leer. Was war denn drin? Hey, ja, das ist Ziel gibt! Die dunklen Tiefen, ihr Reins sollt was enthalten! Oh, ja. Findest einen Apfel. Da hast du ja bereits herausgepickt. Ach, und die zwei roten Dinger, was sind das? Keine Äpfel, sind Tomaten. Ah, Gäste in meiner Küche. Willkommen, Herrschaften, willkommen. Ja, gleich nehmen wir den. Das glaube ich kaum, mein Herr. Seit ich unser Haus fortgezogen bin, habe ich kaum noch... Felix! Standorte sind! Kamandorf! Felix, Bruder! Öffnung eines gastronomischen Betriebs! Das ist es ja gerade. So hält er sie eben nicht. Schau mich, das sind Karpaten. Doch, doch. Ihm kann Zwillingsbrüder, die überall Wirtschaften eröffnen? Doch, doch. Was soll er denn? Von seinen Verwandten unterscheiden, Karl! Er begreift sich in der Dramatik meines Lebens nicht. Ich sage es so, war das Mal der Andersartigkeit. Die Mütz. Sagen es, ich führe kein Betrieb, sondern wieder ein angestellter Koch. Meine Brüder reden schon lange nicht mehr mit mir. Sie meinen, die Mütze verlogen die Familie. Pah! Aber ihr seid! Komm an! Wird einfach voll geredet! Oh Gott. Ich dachte, die Verbindung aus Küche, meine Mütze und meinen Namen wäre schon ein Hinweis genug, mein Herr. Ja, was willst du? Antwort! Ich bin der Koch. Aha! Ich werde aber versuchen, dem Dialogteil noch eine sinnvolle Wendung zu geben. Haben Sie irgendwelche Spezialitäten, Herr Koch? Was will ich meinen? Ich backe einen Rosinenkuchen, nachdem sich kein geringer als das Sekretär-Eunuch alle Finger leckt, vom Daumen bis zum Kleinen. Oh, ich bin da weiter. Weil er den Kuchen sieht, vergisst er alles um sich. Empfehle mich. Ja, jetzt rede ich das nochmal an. Könnte es sein, dass so inzwischen was anderes ist, ne? Also, aus Wasser wird Wein oder so, ne? Ah, geliebtes Funkeln. Was sagst du, mein Schatz? Mein Schatz! Will ich mir entwenden? Nein, das werde ich niemals zulassen. Ich soll immer zum Psychiater gehen. Achso, was ist denn die Hoppe seines Nuchen? Merkzettel, gerundeter Ton, gefangene Natur und spenden helle Zeichen die Ziffern. Aber merke, die Menge gibt die Reihe. Oh nein, Rätsel sind auch immer so böse. Was haben wir denn in der Vase? Eine Badekur. Ist nun leer. Ehrlich gesagt sieht die Vase so aus wie alle anderen. Güte, was für ein Banaus, wie sie schwarz sieht. Weil ich mir natürlich die Frage stelle, wie können diese riesigen Vasen, die da so groß sind, wie sie selbst aufmachen und dann leer räumen. Eingehende Gelder scheinen die Ausgaben für Punk und Protz nur knapp zu decken, zumindest was die offiziellen Angaben anbelangt. Ist doch! Hat man Töne! Habt ihr nichts zu suchen? Gar nichts! Ich wollte nur Staub wischen. Ihr müsst den Herrn schon irgendwie ablenken können, um keine Klarheit. Gerundeter Ton, gefangene Natur und spenden helle seine Ziffer. Aber merke, die Menge gibt die Reihe. Ich glaube, das war gar nicht mal so schwierig. Gott. Weiß ich noch nicht mal, ob das bloß für diesen Raum oder für alle Räume zählt. Was heißt dieser Viecher? Ganz nah an mir! Was kannst du wollen? Lass lieber weg! Fängst du doch an, sich zu reiben und zu schnurren! Böses Ding! Weg mit dir! Weg! Ganz, ganz böses Ding! Mein Höhen, sei bald würdig! Weißt du noch nicht, dass er wirklich zu den konkurrenten Geschäften des Visiers teilnimmt, Schatz? Hä? Achso! Fange Befreiung! Stay mal rum! Ja. Ich brauche also diesen Kuchen. Ich brauche einen Kuchen, Mann! Nein. Das bringt mir nichts gerade so im Moment. Ach, wirklich? Hätten die vielleicht die Mühe, uns so einen Kuchen zu fertigen? Nein. Oh, bedauerlich. Nein. Schön kurz! Ich gebe Ihnen gerne das Rezept. Versuche ich nur daran, während ich auf meine Suppe achte. Da ist es ja. Hier, bei den anderen Rezepten. Das Buch liegt auf dem Tisch. Ich habe ihn gleich die passende Zeit auf. Verdammt! Das liegt auf dem Tisch, wurde. Hä?
Beziehung. Man gebe eine Schüssel Eier, vermenge sie mit Mehl, lasse alles quellen und quallen, füge Rosinen zu und backe so die Masse fertig. Was muss ich los, die Schüssel zu füllen? Okay, was brauche ich zuerst? Eier, vermenge sie mit Mehl. Mehl. Ich könnte auch irgendwas anderes backen. Eier. Rouladen. Ich bin jetzt gerade versucht, was zu... Das war mir ein Kuchen. Du siehst das nicht danach aus, als ob es eine Rosinenkugel geben könnte. Pack die Jungen zurück in die Schenken-Game. Essen wird schließlich nicht gespielt. Achso, okay. Ich kann also keinen Rouladen-Rosinenkuchen. Einen Rouladenkuchen machen. Aber nein. Wie schade. Das war jetzt falsch. Na, mich dagegen wenn ich am Weg nehmen. Plünder wird nicht. Jetzt habe ich das Falsche mitgenommen. Okay, machen wir eben rote Beete. So. Was denn? Das wird lecker! Ach! Scheiß Araber oder was auch immer. Orientaler, was auch immer. Keine Ahnung von guten Kuchen. So, dann eben jetzt. Ja, dann machen wir mal den Kuchen. Sehr gut, der Teig sieht wirklich gelungen aus. Ich habe einen Teig gehalten. Genau. Miam, miam, das sieht aber lecker aus. Na, mein Lieber, tu deinen Zucker trachten. Dieser Kuchen ist nicht für dich. Das ist ein Rosinenkuchen. Kann ich noch einen backen? Auf. Du hast deine Aufgabe fulminant gelöst. Nachdem du deine Aufgabe fulminant gelöst hast, darfst du die strenge künftige Trost ignorieren. Nein. Okay, das kann ich auch nicht mitnehmen. Was ist, wenn ich wieder einen Kuchen backen muss? Dann weiß ich das Rezept nicht mehr. Was wollt ihr von mir? Ich habe zu arbeiten. Damit Ihnen die Arbeit auch weiterhin gut von der Hand geht, haben wir ein kleines Präsent dabei. Was ist nicht nun, werter Herr? Mit Kerze. Mhm. Rosinenkuchen, aus dem Weg, aus dem Weg. Ich jetzt. Seht doch, dass ich einen ganzen Haufen Gebäck zu bearbeiten habe. Ist euer aber auch wirklich gut gelungener. Miam, miam. Ach, der ist euch auch. Okay. Also, wie war die Reihenfolge nochmal? Aufgaben zu Prunkplatz. Alt. Moment, das war falsch. Da muss ich hin. Rundeter Ton. Fangende Natur und spendendes Licht. Jetzt weiß ich natürlich nicht, für welchen Raum. Nein. Zählen Dinge auch mit? Dann wäre es natürlich 4, 3, 2. Ich weiß natürlich nicht, ob das nur für diesen Raum zählt oder auch für andere. Menge gibt die Reihe. Es könnte natürlich auch sich so rum verhalten. Oder so rum. Ah, so rum, okay. Psst. Weiß ich! Bin gesichert! Ergriff und verschaut! Mr. Rubin an dich, den der Sekretär bislang so glänzend verbergen musste. Ja, das hätte nur noch eine ordentliche Portion leer. Wie genial er den verdeckt hat, in seinem riesigen Safe, der da an der Wand steht. Das Versteck fällt auch nicht auf. Der Rubin ist Sekretär, oder? Dann lasst euch heimlich in den Keller hinabsteigen. Da der! Rubin, tatsächlich! Der fährt was von einem Sekretär, kann das nicht einmal zur Anzeige bringen. Har, har, har. Was bringt ihm jetzt der Rubin? Kann er den überhaupt verkaufen? Gut, auf dem Schwarzmarkt vielleicht, ne? Deine Abmachung hat mich erfüllt, dann dürfen wir dann hoffentlich passieren. Wie? Ja, ja, geht da unten und befriedigt eure Neugier. Stellt euch jetzt an, dass ihr später Ärger bereiten, mir später Ärger bereiten könnte, klar? Aber denken Sie hin, mein Herr, es sind nur ein paar lustige Harmlosigkeiten. Wir sind total schaulustig und harmlos. Fächern halten einiges Gesellschaftsspiel für den Bedarf an gehobener Langeweile. Ich hab's beim ersten Mal richtig ausgedrückt. Ha! Achso, Würfel, ja, das kennen wir auch schon. Sie an, man hat wieder einmal Einsatzkarten verkauft. Und hoffentlich vergisst ihr nachher nicht zu teilen. Das dauert nicht mehr lange und wenn wir jetzt Geschäft sind, bringt uns doch dahin, regelrechte Führung durch den Kerker zu veranstalten. Herrschaftszeit der Tentakel. Ich bin der Meinung, dass man Rubin schlecht teilen kann. Sieh doch, Schatz, hier scheint es selbst. Selbst? Da wird ein Tee! Mann, ey, keine Ahnung von Rechtsstaat. Die alten Folterwerkzeuge finsterer Zeiten genutzt zu werden. Fehlt ein Tee. Korrigiere das sofort. Ja schön! Lass die deine Zunge gefleckt werden! Vorsicht, der nächste Gang ist stark bewacht. Er scheint es gequält. Ey, vielleicht sollten wir in diesem Fall etwas weniger neugierig.
schneller, deine fürchtete Liebe wird sich gleich wieder nötig haben. Schatz, sieh nur. Genau, was ich! Hilfe, zu Hilfe! Bitte lass mich doch! Ich will nicht in die Grube! Absenken. Yeah, schwimmen! So kann man auch tauchen lernen. Er sollte nur den Haken nicht loslassen. Oh, der auf einmal den Strohhalm her. Ah, gut. Lecker Limo. Steffi, sie werden uns einen steten Haarschub an Erkrütze für unsere Gruben garantieren. Das aber ich. Der Tag gebracht sich selbst ungemein hochstehende Art. In anderen Formen des Lebens bringen sie nur Spielarten in Ruhe, die sie mit Dienern und Sklaven zu ersehen. Sie mit, ach ja, aber dass ihre Arroganz sogar so weit. Sie essen uns. Habt ihr etwas gewusst, Herr Professor? Nein, bei Gott. Ich dachte, Sklaverei sei das schlimmste Schicksal, was uns droht. Aber Futter? Schlange, die Fly! Gleich hier! Stehen Sie nicht, diesen Gang herunter zu stürmen. Mein Professor, dieser Stolz soll immer gehen lassen! Keineswegs, aber wenn wir uns hier gegen eine Übermacht sinnlos aufopfern, ist wenig gewonnen. Anwendige Zivilistum! Nein, Schatz, der Professor hat recht, unseren Plan festzuhalten. Wir können den Krieg nicht mit Alleingang gewinnen. Freilich. Also arbeiten wir denen, die auf uns zählen, so effektiv wie möglich zu. Das heißt! Wir freien Captains, Leute. Und dann schlagen wir zu. Aber leise, leise. Die Wachen gucken schon. Was passiert, wenn ich trotzdem mal runterlaufe? Ah, einig, Leutnant. Kalkülischer Tollkühigkeit, wie. Ach komm, ich mach die doch platt. Und verliere dann wieder automatisch. Scheiß Spiel! Stich gerecht. Die Herren Vereine haben alle Gefangenen wie ihre Spielchen und unser Gesprächsbank bleibt ein anderes Mal leer. Kalt Dummheiten, an der falschen Mast und Bekanntschaft in unserer spannenden Liga. Ach nein, mach Dummheiten, bitte, bitte. Sieh nur, Schatz, ihr scheint selbst die Alten. Selbst? Ich hätte wohl einfach. Herr Fremder, hast du ja auf unser Bettchen Probe liegen? Ich darf ja auch mal im Ofen stehen. Die Kameraden auf dem sonnigen Zinn wissen noch gar nicht, wie gut sie haben, wie sie es haben. Da haben wir uns ein wenig die Finger hier mitten in der dicken Gewölbemauer und schon empfindlich kühl. Ach. Was haben wir denn da so? Leer. Toll. Ja, geil! Ja, komm! Weißt du, was eingetroffen? Ist das irgendein übler Scherz? Haben sie die Wachen geschickt, um uns erst mit Hoffnung zu füttern und dann mit Spott zu übergießen? Wer sind die? Mogelzeug schließlich! Sofort werde ich. Verwende, Verkniffenheit! Gute Güte, kann nur jemand aus dem finstersten Teil des Kontinents sprechen? Nein, sind ganz sicher keine dieser Orientalen, Sir. Finstersten Teil des Kontinents? Ich wundere mich schon die ganze Zeit, dass unsere Verkleidung noch nicht aufgeflogen ist. Kann lang schitten! Zeit drängt! Yes, Sir, also, wie lautet Ihr Plan? Hey, Plan! Dein mir Befehl zum Ausbruch! Ihr wollt daran herumrollen, beuteln wollen, deuteln wollen, Jobe. Das weiß ich, Sir, aber ich bin Artillerist. Ich muss mich mit Informationen füttern, damit ich funktioniere. Ja, hockst du den ganzen Tag in deinen Zellen und irgendwas auszuhacken? Ich dachte, sie hätten bereits angefangen, unter ihrem Tisch einen Tunnel zu graben oder dergleichen. Natürlich haben wir hin und her überlegt, verdammt. Wir sitzen wahrhaftig nicht gerne angefangen. Aber selbst unsere bislang beste Idee hat zwei Fehler. Was habt ihr denn vor, Herr Soldat? Ja, Achtung, einer der Wachen kommt. Was ist los? Schwarz einfach mit den Gefangenen, Fremder? Ihr dabei? Mein Gerichtszahn und Spott! Wir sind länger zu entladen! Haha, ja, das ist gut. Schiff für Ordi auf diesen Teufel ein. Auf diese Teufel ein. Die werden ihren alten Hochmut schon verbreuen. Mann, war das einfach. Also, wie war das mit Ihrem Plan? Ich kenne dieses Gemäuer, Sir. Immerhin hatte ich hier vor all diesen Ereignissen lange genug meinen Dienst versehen. Früher gab es einen Tunnel, der einen zweiten Weg aus dem Gefängnis führte. Warum? Naja. Aber als kaum benutzt wurde, haben wir ihn damals vermauert. Sehen Sie die Mauer da? Die wo blinkt? Nein. Terroristen haben wir natürlich vor, die Mauer zu sprengen und zu entfliehen. Schreibt mir durch und durch wesensgemäß. Aber wie wollten sie denn an den Explosionsstoff gelangen? Ja, dein Schwarzpulver, Sir. Wir hatten bereits für Schäfer und Salpeter gesorgt, als. Ein Moment, sind sie in ihre Zelle an Salpeter gelangt? Kann ich Ihnen unmöglich erklären, solange Damen anwesend sind, Sir. Gehüge, sie haben die alte Methode verwendet, ich verstehe. Ja. Na und? Was ist aus dem Plan geworden? Als es gelingen wäre, die noch fehlende Kohle zu organisieren, stünden wir vor einem weiteren Problem. Wir brauchen zwei Explosionen. Eine die Tür zu öffnen, eine weitere um die Mauer zu sprengen. Aber als die erste hätte die Wachen herbeigelockt und das ausbedeutet. In anderen Worten, es wäre sowohl Kohle als auch jemand, der die Wachen eine Weile auffällt.
Ja genau, vielleicht schon vollkommen, wenn jemand den ersten Wachansturm stoppen könnte. Wir sind wirklich flinke Sprengmeister. Sind Ihr Problem als gelöst an. Fabulous, Sir. Haben Sie die Kohle, Sir? Hallo, Sie an! Setzen! Wer ist dabei? Sie sind so verschleiert durch die Gänge hallen. Was hat man mit uns vor? Uff. Es gibt... Ja, ach, Ofen. Sieht etwas Kohle aus dem Ofen. Oh. Nein, ist doch nichts Neues. Hätte sein können, dass der Ofen jetzt aus ist oder so. Aber der ist scheinbar nicht mal an. Wie cool denn? Da der! Prächtig, Sir. Dann ganz prächtig. Dann darf ich Sie nur bitten, zurückzutreten. Rückt euch etwas weiter, Sir. Wir gehen's. Wir haben alles zusammen. Ach du, Sir. Mein Zeichen, sprengen wir das Schloss. Halten Sie so lange herbei an den Wachen auf, bis wir durch die Wand sind. Ja, feier der Wand! Du Befehl. Sprengung. Ja. Schloss ist auf. Jetzt liegt es an Ihnen, Sir. Na runter, mit der Maskerade! Spieler mit offenen Karten! Ich muss mal springen, husten. Ich darf nicht nur im Augenblicke. Ich präpariere den Sprengsatz. Aufbruch! Wir sind nieder! Hatte ich die schon eingeschätzt? Ich glaube nicht. Ach, wir finden schon irgendwas. Was sagt er denn? Naja, Schwächen, Kälte, Tritte, zu der Wotheit erzogen, Blindheit. Toll, also Kälte und Tritte. Ist er giftig, toll. Nicht fassen, dass ich trete. Daneben so. Kälte und Tritte, was haben wir denn in Kälte da? Ein Froschsturm? Noch ein Froschsturm, komm. Soll der Geiz, das sind die gleich draußen nachher dann irgendwann. Seid ihr schon tot? Nein. Ich weiß nicht, oder soll ich vielleicht einen Schwinger benutzen? Ich bin total überfordert, hilft mir! Schwer, du Nasenklung verlängert, gibt die Übung ein perfekter Kreis. Lustig. Schnellschiss ein. Schöne Idee. Wer prüft das jetzt nach? Ich habe einen Beweis! Eine grafische Animation! Doch nein! Ich hasse euch! Toll! Machen wir Schulterrahmen, die kann K.O. machen. Ah, und Quetschsprung. Das ist immer gut. Ja, ja, Schnellschützer. Schlitzaugen, hallo? Oh. Toll. Stampfen effizienter. Das sagt man mir jetzt. Ah, ich solche Massenattacken hasse. Gut, dass es auch Massenheilung gibt. Wie kann man der Gatling ausweichen? Ernsthaft. Das will ich sehen. Soll mir der Entwickler mal zeigen, komm. Fertig, die Mauer kann gesprengt werden. Vor allem auch die andere kommen. Sir, das könnte reichlich knapp werden. Du kannst schon! Feuer den Rest, Karl! Zack, zack! Geben Sie Acht, Herrschaft, und bleiben Sie von der Tür weg. Vor die lächerlich springen. Frei, ich glaube es nicht. Sollten wir wirklich entkommen dürfen? Schnell rechts rum! Vorne rum! Schwinge fix immer auf! Da wartet's! Einfach kommt jetzt nicht davon! Was wollt ihr denn machen, hm? Uns böse angucken? Den Finger auf uns zeigen? Hey, man zeigt nicht mit nackten Finger auf andere Leute. Auf andere Leute. So, ich fängst was an! Perverse Schweine! Oder wollt ihr mal meinen Finger sehen? mein Zeigefinger natürlich. Wow. Halt bin ich voll, von daher kann ich das da ignorieren. Ich finde es auch schön, dass sie im Granatwerfer was überleben. Kennt man ja, ne? Mal, wen juckt schon, dass man im Granatwerfer ins Gesicht geschossen bekommt?
Granatwerfer ausweichen in so einem engen Gang ist auch schon eine Sache, ne? Ich glaub es einfach nicht. Es war für unverständlich. Ja, es war klar. Ich will mich doch verarschen. Was mir gerade auffällt, wenn Heißen mit seinem Regenschirm klopft, macht er so mit den Augenbrauen, wie Dr. Wily. Oh mein Gott, es ist Dr. Wily! Du musst auf die Instant-Death-Stacheln aufpassen. Und die Todesabgründe, und die Lava-Abgründe, und die Laserstrahlen des Todes. Er kennt sie nicht. Oh, er geht K.O. Das ist aber schön. Dann gewinne ich jetzt. Hey, ich hab gewonnen. Überraschend, aber nicht unschön. Quetschsprung 2 allein, toll. Werden wir aber die Beine in die Hand und den Tag überrollen. Ach komm. Bin soweit. Es sind doch bloß unendliche Wellen, bis wir verloren haben. Aber jetzt! Auf! ich huste erst nochmal. Extra fertig! Oder was? Also die Börsche! Ja, und wir verfolgen uns auch nicht. Was geschieht? Wo ist der Nachtisch hin? Die verfolgen uns natürlich auch überhaupt nicht. Es kommen auch überhaupt nicht gleich alle, nein. Sie gegangen auch immer ein Ende. Ja, aber nicht wesen. Wie wär's dir lieber? Wir kehrten um. Oho, ich bin da echt sehr licht. Freut sich zu sehen, Sir. Wir scheinen komplett zu sein. Wenn Sie gestatten, verteidigen wir uns nur von möglichen Verfolgern. Gesundes Sätze, Karl! Also gut, dann nehmen wir einfach gegen etwaige Folge, guter Mann. Wie Sie ein bisschen zurücktreten würden, Sir? Ja. Sieht aus, als wenn nur ein bisschen runtergefallen wäre, oben immer noch offen. Aber egal. Haben wir ganz fabelhaft gemacht. So schnell kommt man wohl nicht hinterher. Vielen Dank, Sir. Ein wenig Lob tut zuweilen auch ganz gut, wenn Sie die Bemerkung gestatten. Sollen wir Blumen pflücken? Oder was? Ganz Gruppe, Achtung! Hören! Ihr könnt Bull in Kette setzen, dass ihr wieder verfügbar seid! Bis dann abwarten, klar? Yes, Sir! Run! Was ist, Schatz, wie du das einmal machst? Wie du das immer machst, Schatz? Darf ich auch einmal? Und so, zu der Schatze! Teilweise spielst du doch gerne mit dir! Was ist von dir? Funktioniert die gleich noch? Die gleich noch? Die noch gleich? Also brüllen, Töpfchen! So ist. Achtung! Zerreizende Kerlchen! Ende, wie geht's so? Mich zu verstehen? Rühren! Oh Gott. Liebe Zeit, wenn ich nur die ganze Wäsche denke, die sich inzwischen aufgetürmt hat, vom Schiff beim Mann nicht. Angesichts besonderen Umstände wäre vielleicht Verständnis zeigen, wer er ist. Ja! Danke, Effendi! Hab Sie vielen, vielen Dank! Wer weiß, was uns ohne Ihre Hilfe geworden wäre! Ach, oh, das kann ich recht genau schreiben. Dann hätte ich Kopf über einen Pottich ätzender.